Ja, wieder mal in Berlin auf einer Demo. Wird irgendwie zur Gewohnheit. Ja, was weiß ich von gestern zu berichten? Es war ein relativ spannendes Wochenende, weil Friederike hat es gerade schon mal angesprochen. Die Art des medialen Framings und des Aufhetzens der Bevölkerung hat ein ganz neues Level erreicht. Also ich könnte mich jetzt viel darüber aufregen, was ich persönlich auch tue, aber ich will was anderes raus, dass man aus Hotels geworfen wird, dass man von Polizeibeamten trotz Zeigen eines Attests genötigt wird, eine Maske aufzuziehen, dass man aus dem nächsten Hotel geworfen wird, dass man beleidigt wird, dass man sehr willkürlich in Gewahrsam genommen wird. Aber all das dient, also wenn man da jetzt aggressiv drauf reagiert, es dient nur einem, nämlich denen, die wollen, dass wir uns gegeneinander aufhetzen. Ja? Ich habe die ersten Monate immer viel über Spaltung gesprochen. Da waren das noch diese alten Muster, links, rechts, schwarz, weiß, ihr kennt es alle. Und da war es noch nicht ganz so schlimm mit, ja, wie soll man das jetzt formulieren, Corona. Jetzt sind wir keine Leugner mehr, jetzt sind wir Skeptiker, Verharmloser, was auch immer. Die einen finden, das ist, die Pest steht vor der Tür. Ioannidis sieht es anders, vielleicht ist auch mal ans Kosmos gerichtet. Ja. Guckt mal, wer der Mann ist und googelt den vielleicht mal, dann können wir auch auf einer neuen Basis reden. Aber was ich die letzten Tage da gesehen habe, da muss man sich wirklich beherrschen. Aber das ist das, was wir tun müssen. Ja. Wenn ich einer Rettungssanitäterin sagen höre, wenn sie mir das Attest nicht zeigen, dann behandle ich den Mann nicht, der hier gerade schwer verletzt auf dem Boden liegt. Das war zumindest mein Eindruck und auch ihrer. Dann ist in diesem Land was falsch gelaufen. Dann ist wirklich was falsch gelaufen. Und diese Art von medialem Framing ist wirklich eine, ich hätte mir nie gedacht, dass das in Deutschland auf diese Art und Weise nur passieren kann. Ja? Weil hier wird gegeneinander gehetzt. Und zwar wirklich gehetzt. Was anders ist es nicht. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht drauf anspringen. Ja, das ist persönlich immer schwierig, ist es auch für mich. Aber das ist Ziel des Ganzen von vielen. Die wollen, dass wir uns miteinander beschäftigen. Und je weniger wir das tun, desto eher können wir uns mit denen beschäftigen, die uns hier die Freiheit rauben wollen. Und ich glaube, gestern ist auch sehr vielen neuen Leuten klar geworden, das, was hier läuft, auch wenn die Presse nicht darüber berichtet, das ist way too much. Ja? Also mir hat man vorgeworfen, schwerer Landfriedensbruch. Jeder, der das interessiert, der kann mal 125a Strafgesetzbuch gucken und dann wisst ihr, was das für eine Lächerlichkeit ist. Also es ist eine völlige Lächerlichkeit. Ja? Wir sagen nichts zu laufenden Verfahren, aber guckt mal rein. Aber auch da versucht ruhig zu bleiben. Wir haben jetzt mit vielen Leuten dann diese Emotionen aufgenommen. Wir müssen doch dies tun, wir müssen das Dach tun, wir müssen jetzt uns wehren. Ja. Es bringt in dieser Art und Weise nichts. Ja, wir haben vorher mal ein Gespräch gehabt und dann ging es darum, ja, was machen wir jetzt in der Situation? Also zunächst mal müssen die Leute eigeninitiativ auch handeln. Nicht immer irgendjemand fragen, jetzt ist es heute keine Bühne, jetzt ist es hinter mir ein Truck. Was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Ja? Weil auf die Art und Weise kommt man nicht weiter. Die Leute müssen selber entscheiden. Und das Konzept für eine Demo ist eigentlich ganz einfach. Bleibt friedlich und bleibt passiv. Wenn irgendwo etwas eskaliert und im Zweifel setzt ihr euch hin. Die Hemmschwelle für die Gewaltausübung von der Polizei, die hier leider darauf in einigen Einheiten offenbar gedrillt ist. Aber auch da ist es wieder so. Ich meine, ich wurde gestern in Gewahrsam genommen. Das war 2-3 Stunden. Das war für mich eigentlich die entspannteste Demo, die ich in den letzten Monaten hatte. Das ist jetzt kein Witz. Ja? Das Video mit Friederike habe ich erst später gesehen. Da wäre meine Emotionslage wahrscheinlich eine andere gewesen. Aber rein von dem war es völlig gechillt. Ja, das hört sich jetzt blöd an. Aber man muss sich dann halt auch eben mal in Gewahrsam nehmen lassen. Ja? Es bringt überhaupt nichts, wenn die Leute jetzt dann austicken. Wenn die Polizei euch rechtswidrig in Gewahrsam nehmen möchte oder von mir aus auch rechtsmäßig, geht einfach mit, beschäftigt 10 oder 15 von denen. Und wenn das 100 Leute machen, dann hat die ganze Berliner Polizei nichts mehr anderes zu tun, als rechtswidrig Menschen wegzutragen. Und wenn ihr mal in die Situation kommt, ich wünsche das keinem, guckt euch das Video an, ja, ich möchte mir jetzt nicht selber loben, ja, aber wie ich mich verhalten habe, das ist die Blaupause in dieser Situation. Ich wusste genau, okay, das wird passieren. Ich habe es dem vorher schon angekündigt. Die werden sich jetzt irgendeinen Grund suchen, mich zu verhaften.
der war jetzt in dem Fall ein schwerer Landfriedensbruch, okay, kann ich nur drüber lachen als Rechtsanwalt, aber einfach in dem Moment, wo er feststellt, hier passiert irgendwas, wehrlos stellen, einfach mit euch machen lassen und dann hören die auch relativ schnell wieder auf. Ja? Es sind jetzt hier nicht die Extremsituationen, wo praktisch völlig unbeteiligt irgendwie eine Menschengruppe auf jemand einprügelt. Ja? Die Polizei ist zunächst mal geschult, das zu machen. Das wirkt, und ich habe gestern lange Gespräche geführt, auch in dem Gefangenentransport, das war sehr interessant. Ja, das wirkt manchmal sehr rabiat, ist es aber nicht immer. Aber das Problem ist, die müssen in der Situation entscheiden, wo sie leider auch häufig schlecht ausgebildet sind, ist es jetzt gefährlich oder ist es das nicht? Und wenn der 100-mal einen hat, der friedlich ist, und einmal einen, der ein Messer hat, dann ist es auch für den Polizeibeamten nicht ganz einfach, diese Balance zu finden. Und je friedlicher ihr auftretet, je passiver in so einer Situation, desto weniger wird passieren. Keine Hundertschaft wird über 100 friedliche Menschen drüber laufen. Das passiert nicht. Die Hemmschwelle ist selbst für diejenigen in der Berliner Polizei, die eher vielleicht mal einen Arzt aufsuchen sollten bezüglich ihrer Aggressionen, auch dann zu hoch. Und da müsst ihr einfach aufpassen. Fangt nicht an, Polizisten schon schubsen. Wir haben das vorher auch mal gehabt gestern. Haben gesagt, setzt euch mal einfach hin. War am 1.8. noch auch teilweise so. Also man muss wirklich gucken, dass man nicht in diese Aggressionsspirale einsteigt, weil das nutzt nur denen, die uns gegenseitig aufhetzen wollen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich könnte jetzt hierher stehen und könnte munter über diverse Leute herziehen. Ich möchte es auch nicht lange machen. Die mir dies getan haben, die mir das getan haben. Das ist mit Friederike, das ist eine andere Sache. Das ist für mich bedingter Tötungsvorsatz. Habe ich gestern gesagt, bleibe dabei. Wie das juristisch ausgeht, ist was anderes. Ja? Aber dieser Herr, wenn wir ein Rechtsstaat sind, hoffe ich, dass er dafür eine Strafe kriegt. Ob die dann, in welche Richtung die läuft. Ja, wahrscheinlich wird man sagen, im Einsatz ein bisschen überreagiert. Könnte ich mir jetzt vorstellen, aber das sollen andere entscheiden. Das ist eine andere Geschichte. Aber versucht diese Sachen nicht zu negativen Emotionen hochkochen zu lassen. Das führt zu nichts. Wir müssen gucken, dass wir die Leute auf die Straße kriegen. Und wir müssen nicht unbedingt 5.000 an einem Punkt haben. Wir können auch 50 Demos mit 100 Punkten haben. Das ist das, was dem Staat wirklich auffällt. Ja, dann wird die Polizei beschäftigt, dann sieht man uns. Und dann sieht man uns zur Not jeden Tag. Das wäre viel, viel wichtiger, als immer auf diesen großen Bühnen zu stehen. Weil die Bühnen sind ein Stück weit einfach nur Beschäftigungstherapie und ich spreche jetzt mal als einer, der oft auf dieser Bühne steht. Das ist mein Eindruck. Das hat sich so ein bisschen totgelaufen. Und da müssen wir davon weg. Und je mehr Leute mich fragen, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Leute, was machen wir, wenn die morgen sagen, ich habe keine Lust mehr? Ja, dann hoffe ich, dann gehen wir trotzdem noch auf die Straße. Ja? Ja, da erwarte ich jetzt auch kein Applaus dafür. Ja, weil das ist einfach wichtig, dass man nicht immer nur auf die in der medialen Aufmerksamkeit sind, guckt, sondern Eigeninitiative. Man kann auch 100 kleine Demos machen, man kann alleine Demos machen, man muss einfach wirklich weitermachen. Und dass man das machen muss, das haben wir gestern wieder gesehen. Aber versucht es wirklich ruhig zu machen mit einer Eigeninitiative und nicht immer jemanden zu fragen, hey, wie könnte man das machen, sondern einfach mal selber machen. Man kriegt die Erfahrung. Und ich wusste vor 6 Monaten auch nicht, wie man eine Demo macht. Inzwischen weiß ich es ganz gut. Ja? Also, ich möchte mich jetzt auch nicht lange aufhalten. Ich habe noch ein paar Interviews heute. Mal gucken, wie wir das alles aufarbeiten. Freut mich trotzdem, dass heute einige da sind. Und ja, danke. Bleibt, wenn ihr einfach einen Rat wollt bei so einer Demo, bleibt einfach friedlich. Einfach friedlich bleiben. Das erhöht die Hemmschwelle für alle, die Gewalt anwenden wollen, extrem. Und wenn wir das machen, kommen wir auf jeden Fall einen Schritt weiter. Danke.